Ja. Einen Kollektor für böses Mojo, um den Überschuss zu transportieren. Ein halbmagisches Gerät, das böses Mojo aufsaugt. Ich brauche es, um einzusammeln, was aus den Schnauzen läuft. Wow, klingt einfach. Nicht wirklich. Böses Mojo ist eine starke, dunkle Macht. Wirst du getroffen, während du den Kollektor trägst, bist du erledigt. Wow, klingt kompliziert. Ja, es stellt eine interessante taktische Herausforderung dar. Vielleicht kann ich die Todesfallen in diesen Krypten gegen Feinde einsetzen, die verhindern wollen, dass ich Ektoplasma sammle. Das klappt nie! Ich würde den Schalter benutzen, um die Wachen zu erledigen, bevor sie in meine Nähe kämen. Genau. Sobald alle vier Zylinder des Sammelgerätes voll sind, müssten wir genug schwarze Magie haben, um den Psychoquirl zu zerstören. Böses Mojo mehr drin. Kein Problem. Mein Tank ist ungefähr zu einem Viertel voll. Ich kann deinen Computer nicht richtig bedienen, aber auf dem Lichtkommunikator müsste eine neue Krypta sein. Verfügbar!
Kammer in meinem Mojo-Kollektor ist voll. Jetzt gehe ich in die dritte Krypta. Deinem Sichtkommunikator müsste ein neuer Wegpunkt sein. Anscheinend muss ich nur noch in eine Krypta. So langsam macht es richtig Spaß. Ich habe dir einen weiteren Wegpunkt geschickt, aber er ist sozusagen begraben in einem Brunnen. Naja, du wirst schon sehen. Mit einem vollgeladenen Mojo-Kollektor müsste ich Clockwerks Augen von dem Psycho-Quirl sprengen können. Das wird ein Riesenspaß!